willkommen bei den Tommys. Heute machen wir was Tolles. Heute haben wir ein schönes getreitschtes Karree von der deutschen Landrasse. Das schneiden wir gleich aus, erzählen ein bisschen was noch dazu und dann kommt das auf den Pelletsmoker. Da grillen wir scharf an, lassen es schön ziehen. Und nebenbei haben wir noch eine kleine Beilage. Ja, Thomas? Genau, die ist. Das sind Paprikas, gefüllt mit Frischgläser und Feta ummandelten Bacon. Wie das geht? Zeigen wir euch. Wollen wir mal anfangen mit unserem schönen Fleisch, was wir hier haben. Also wir haben, wie gesagt, deutsche Landrasse. Wie ihr seht, eine ganz leichte Marmorierung. Ja? Hätten wir jetzt einen Duroc oder Schwäbisch Hallisches, hätten wir wahrscheinlich eine stärkere Marmorierung. Aber okay, das ist so. Schwarte werden wir jetzt runterschneiden. Schwarte und Knochen müssen ab. Ja? Das ist einfach so beim Dreiätschen, das ist ein Keimdreher. Das kann man nicht dran lassen, das müsst ihr runterschneiden, wenn ihr nicht unbedingt eine Lebensmittelvergiftung provozieren wollt. Ja. Noch eine Frage, wie lange war es im Dreiätscher? Wir haben es 21 Tage im Dreiätscher lassen, reifen lassen. Ja. 21 Tage ist so die Minimumzeit, ja, damit sich die Kollagene lösen können, dass wir das nussige Aroma reinbekommen ins Fleisch. Also 21 Tage Minimum bis 30 Tage, dann soll es aber wieder raus sein. Ne? Also viel älter muss es nicht werden, dann wird es nachher zu extrem. So, das war jetzt unser Fleisch, ja, das ist also unser Hauptteil gewesen. Jetzt kommen wir zu unseren Beilagen. Wir nehmen unsere Paprika, Spitzpaprika, die füllen wir mit einer Frischkäsefüllung mit Kräutern, ja, ganz normal aus dem Supermarkt, nehmt eine. Das, was euch schmeckt, das schmeckt auch in der Paprika. Wir machen noch einen Feta mit rein, umwickeln das dann mit dem Bacon. Das Meersalz, das nehmen wir zum Finishen fürs Fleisch. Und dieses Dark Side, das verwenden wir noch mit für die Paprika-Füllung, also zum Nachwürzen. So, wir schneiden zuerst die Schwarte runter, ja, also macht es auch großzügig. Lasst nicht so viel, lieber ein bisschen Fett mit weg, ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Die erste Fettschicht, die kann ruhig runter. Schneidet schön vorsichtig. Das einmal runter. Jörg, ich sehe was. Was ist denn das hier? Secreto? Secreto, ja, das ist das Secreto. Ja. Ja, also das geht mir dann jetzt hier noch ein Stückchen weiter. Das wäre auch Secreto, genau. Das ist gut erkannt, Thomas. Hm. So, wir schneiden jetzt hier noch Knochen lang. Ja. So ist es übrigens auch beim Rind, ja. Immer alles abmachen. Geht dann lieber auf Nummer sicher aus. Ist auch vom Geschmack her immer so ziemlich derb, finde ich, wenn das auch noch mit. Ja, wird. Da hast du wirklich manchmal so diesen, was dann in das Unangenehme geht rein, ja. Mhm. Das brauchen wir nicht. So, jetzt gucken wir nochmal hier oben, wie ihr seht, hier, da war ja auch die Reifung. Ja, man sieht das hier, das ist die Trockenreifung, wie das abgetrocknet hat. Und das schneiden wir auch runter. Das wollen wir nicht haben. Ja, runter damit. Okay. So, da sind wir ja wieder bei dem Thema, du hast halt beim Dreiätschen einen hohen Verlust, ja, das hast du halt, das ist dann so, ja, aber dafür hast du halt auch ein besonderes Aroma und das ist ja das Ziel der ganzen Sache, ja. Gut, dann können wir uns ein paar schöne Steaks schneiden, Thomas. Mhm. Also locker kann man drei Stück draus machen, aber weil wir ja Nimmersatz sind, machen wir einfach nur halb und dann schneiden wir uns zwei schöne große Männersteaks. Ja, sieht aus wie ein Herz, ja. Fleischherz. Wir machen jetzt unsere Beilage an, die Paprika. Ihr schneidet sie ein, bis ihr das hier bewegen könnt. Ja? So, nicht zu tief, müsst ihr schön aufpassen. Dann oben aufschneiden. So, jetzt könnt ihr hier schön öffnen, die Paprika, und kommt gut an das Kerngehäuse. Wenn ihr jetzt hier Angst habt, dass ihr was kaputt macht, dann nehmt ruhig nochmal das Messer und schneidet dann hier rein an der Seite, ja, dann könnt ihr dieses Kerngehäuse besser rausnehmen, ohne dass die Paprika kaputt geht. Wir wollen ja versuchen, die so richtig wieder zu schließen, wie sie vorher war. So, jetzt ist offen, dann können wir unseren Kräuterquark Frischkäse reinmachen, Quark war es nicht, war Frischkäse, ein bisschen aufmachen, erstmal so ein bisschen verteilen, ja, links und rechts. Als nächstes nehmen wir unseren Käse und da kommt jetzt schön in die Mitte.
jetzt machen wir einfach nochmal oben nochmal Käse drauf. Frischkäse. So, drückt das ruhig schön rein, ja. Denn wir wollen es ja schließen können, so gut wie möglich. So, jetzt wird es mit Bacon umwickelt, nachdem wir das fertig sind mit unserer Füllung. Dann müsst ihr es erstmal so drum rumlegen. So. Und dann klappt das einfach hoch. Die Bacon. Ne? Dann machen wir nochmal hier oben eine drüber. So. Um das besser zu verschließen, damit uns die nicht aufgeht. Die restlichen müssten halten. Und das machen wir jetzt mit allen. So, unsere Paprika sind fertig. Das wäre übrigens auch mal im Sommer ein kleines Zwischengericht, ja, oder auch eine Hauptspeise vielleicht für jemand. Jetzt nehmen wir unser Gewürz Dark, Side of Barbecue nennt sich das. Ja, das ist mit Island Salz, schwarze Aktivkohle. Da sind wir gespannt, ja, Thomas. So, wir drehen sie. Wir wollen ja von allen Seiten was haben. Schön, das hier wird zu teilen, ja. Fangen wir an, oder Thomas? So, wir öffnen mal den Pelletgrill. Wir haben hier auf dem Gussrost 320 Grad anliegen. Wir passen erstmal den Steaks ein Branding. So, die erste Drehung. Wir wollen ja schön ein Schachbrett haben, oder? Schönes Branding haben wir. Oh. Branding ist da, wir machen nochmal die. Wir haben es ja schön dick geschnitten, da müssen sie auch stehen. Klären wir kurz die Fettseite. Dass wir an allen Seiten die Röstung dran haben. So, Röstaromen reichen und so. Ja, sieht gut aus. Ich backe mal jetzt auf Marmelrost hier hoch. Und verpassen den einen Kernkühler und gehen auf eine, naja, maximal 64 im Kern. Versuchen wir jetzt hier zu erreichen. Jetzt backen wir uns noch unsere Paprika dazu. Da haben wir von der Konsistform von Ikea die Erhöhung genommen. Ein bisschen entkoppelt von dem heißen Gussrost, dass es nicht gleich so schwarz wird an der Auflagestelle. Und warten wir mal, Deckel schließen. So, Freunde, Erntezeit. Sieht goldig aus, oder? Haben wir jetzt, na, 62 im Kern. Lass uns ein bisschen entspannen. Gucken wir uns mal unsere Paprika an. Ah, ist ja schön weich. Gleich rausholen. Super aus. Wir haben alles rausgenommen. Jetzt lassen wir es noch ein bisschen ruhen. Na, hat man ja gesagt. Ein Duft. Ach, Wahnsinn, oder? Paprika haben richtig, ja, Aroma. Der Bacon sieht lecker aus. Also hat schön Röstaromen angenommen. Na, ist nicht zu sehr verbrannt, ist auch wichtig. Seht zu, dass es nicht zu sehr dunkel werden lässt. Das wird noch bitter. Ja? Pam, hat es gemacht. Hat er gesagt. Wollen wir mal probieren, ne? Kannst du mal hier unsere. Gucken wir mal. Leckereien. Ha? Also ich fange mit Fleisch an. Naja, ich auch. Smokering, minimal. Ist da. Ja, ist da. Leichter Roséer Smokering. Ja? Salz haben wir drüber gemacht, reicht uns. Prost. Prost. Saftig. Saftig noch. Und ein leichtes. Reifung machst du schon. Weich. Sehr, wirklich sehr. Also sind das drei jetzt schon erfüllt? Schöne, ja. Zartheit? Ja. Ja, super. Und nicht übertrieben? Geschmacksintensität ist in Ordnung, ist nicht zu viel. Finde ich das super. Ja, super. Ja. So. Paprika. Sehr lecker. Früher mal Paprika, genau. Das Ziel war, der Paprika sollte noch ein bisschen erknackern. Denke ich, lecker. Prost. Prost. Schöne Frische. Ja, schöne Cremigkeit durch den Käse. Wie schon sagt, das ist vor Sommer auch. Spitzen Sommergericht, ne? Schön Bums durch den Bacon. Nur nachmachen. Na, sind wir super zufrieden heute wieder mal. Hat alles wieder geklappt. Hat alles geklappt. Wir danken euch fürs Zusehen. Lasst uns ein Abo da, wenn es noch nicht so ist. Oder einen Daumen.
Genau, Daumen nach oben, da freuen wir uns um alles. Genau. Und bis bald wieder. Bis Macht's rein. Gut. Ciao.